Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2017. Wir befinden uns auf der Karte Golden Goldplains und fahren heute 3D-Zugfahrzeug Volume 30 Jubiläumsaufgabe. Bitte kommen. AFB. 2338 hört. AFB. Zugbeeinflussung. Alles klar bei euch? Ja, ich bereite gerade die Abfahrt vor. Haben die Dortmunder den Zug korrekt übergeben? Alles prima, es gibt eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Sehr gut. Da hätte eh nichts schief gehen können. Nuschel Karl darf momentan sowieso keine Dienstpläne machen. Der hat noch eine Woche Zwangsurlaub verordnet bekommen. Danach macht er 2 Wochen Schrankenwärter irgendwo in Schleswig-Holstein. Das sind also 3 Wochen, wo alles relativ geordnet ablaufen wird. Sehr gut, wobei Schrankenwärter doch ein bisschen hart ist. Das stimmt. Ich finde das sehr gerecht. Du weißt Bescheid, der 2338 hält in Bonn, Remagen und Andernach. Genau, so wie der Interregio früher. Perfekt, dann gute Fahrt. Ich sollte immer mal die Türen öffnen. 7.18 Uhr Abfahrt, alles klar. Ja, wir fahren heute mit der Baureihe 101 Expertline von Virtual Railroads. Und ich mache mir mal ganz schnell einen Thumbnail, bevor ich das auch noch vergesse. Ist ja nichts Neues bei mir. Das hat man in den letzten sie 2 Folgen auch gemerkt. So wäre geil, aber immer dieses. Krieg ich das Logo nicht mehr drauf. Okay, dann lass ich es ein bisschen so. Zack. So, das lösen wir mal. Ziehen wir Bremse an. Und ja, heute fahren wir keinen Sonderzug, keine Überführungsfahrt, sondern ein Intercity mit Intercity-Wagen. Und wir halten auch. Und ja. Abfahrt ist 7.18 Uhr. Ich speichere mal aber schnell nochmal. Wegen Abstürze, kennt ihr den TS? Ne? Wisst ihr Bescheid? Mann. Muss ich so machen. Alle drin. Alles klar. Störung. Dauert ein bisschen. War ich noch bei 40 stand? Ja, nee, ist klar. Ich habe das neueste Update drin. Ist das auch in Real Life so, dass er nicht fahren tut, wenn du die AFB auf 40 stellst? Ich glaube nicht, ne? Aber egal. Auf geht's. Richtung Koblenz. Intercity 2338 von Dortmund nach Koblenz. Wir sind Triebfahrzeug. Wir haben ein Triebfahrzeug der Baureihe 101. Vmax beträgt 200 km/h. Und ich bin mal gespannt, auf was uns hier alles noch erwartet.
in Fahrzeit Volume 30 Jubiläumsausgabe Expertline-Version. Es gibt eine Nicht-Expertline-Version, das ist die Version, wo ihr mit der Baureihe 101 und Baureihe 120 in der Steam-Version unterwegs seid. Ich hoffe, Bild und Ton passt von der Lautstärke. Ja, Bild vor allen Dingen, ne? Game und Kommentar. Und ja, wir haben einen wunderschönen Morgen. Einen sehr schönen Morgen sogar. Die Sonne geht auf. Der Tag beginnt. Was ich mir persönlich sehr wünschen würde, wenn es bei mir auch so wäre. Aber naja. Noch ist es nicht so weit. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Das Zugpersonal hat in Köln Hauptbahnhof gewechselt und wir begrüßen Sie alle im Intercity 2338 auf der Fahrt von Dortmund Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Dieser Zug hält unterwegs in Bonn Hauptbahnhof, Remagen, Andernach und erreicht Koblenz voraussichtlich um 8.16 Uhr. Den Erste-Klasse-Bereich finden Sie in diesem Zug in den Wagen 11 und 12 am Ende des Zuges und den Zweite-Klasse-Bereich zwischen den Wagen 5 und Wagen 10 am Anfang des Zuges. Das Bordrestaurant befindet sich in Wagen 11. Unser Personal würde sich freuen, Sie im Bordrestaurant auch begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie eine reichhaltige Auswahl warmer und kalter Speisen und Getränke. Fahrgäste der ersten Klasse genießen Service am Platz. Meine Damen und Herren, der nächste Halt dieses Zuges ist Bonn Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Vielen Dank. Ja, ja. Ach, das liebe ich einfach. Am frühen Morgen so eine wunderschöne Fahrt. Die Sonne geht auf. Besser kann man sich den Start eines Arbeitsbeginn nicht vorstellen. Ne? Also besser geht's ja kaum. Und wie gesagt, bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich mache jetzt meine Ausbildungsende, danach gehe ich zur Bahn. Vielleicht zur Privatbahn, ich weiß es noch nicht. Und mach dort weiter. Weil es ist ja wirklich mein Traumberuf und ich lerne dafür auch schon. Und ja, natürlich kann man jetzt nicht sagen, ja, dass man von der DB-Signalen-App da gleich alles weiß über die Bahn. Das ist ja ganz klar. Das wäre ja ein bisschen unlogisch, aber naja. Natürlich ist es hart, aber wenn man sich richtig reinsteigert und auch lernt, dann läuft das Ganze auch. Man muss halt sich nur anstrengen und halt lernen und das will ich ja auch. Die Fahrgastleitung an 2338, bitte kommen. 2338 hört. Du hast es ja nicht mitbekommen und ich hab's vergessen dir zu sagen. Aber ich krieg hier gerade schon wieder ein Status-Update. Ein Tag später. Da kamen in der Nacht noch einige Bäume hier und da runter und wir haben deshalb eine Streckensperrung auf der Ahrtalbahn zwischen Bad Neuenahr und Ahrweiler. Oh. Die Regionalbahn Richtung Ahrbrück pendelt nun zwischen Bonn und Remagen sowie zwischen Derna und Ahrbrück. Dazwischen gibt es Schienersatzverkehr. Bitte weise die Fahrgäste darauf hin, am besten schon nach Verlassen vom Bonner Hauptbahnhof. In Ordnung, wird gemacht. Na, große Klasse. Ja, die Fahrt geht ungefähr 65 Minuten. Und ja.
Es bleibt spannend. Natürlich ist die Aufgabe alles mit per Fahrplan. Na, ist jetzt. Da ist es nicht Trödeln, was das Zeug hält, sondern Tempo Game, was das Zeug hält. Aber wir haben schon viel KI-Verkehr, muss ich sagen, ne? Taurus. Da grenzt es an Wunder, dass der TS auch nicht abgeschmiert ist. Brille aufsetzen. Ich muss mich ja daran gewöhnen. Weil, wenn ich nur beim Autofahren die Brille aufsetzen muss, dann muss ich sie auch hier aufsetzen, ist ja ganz klar. Damit habe ich auch kein Problem. Ich trage die auch nur, wenn ich hier auf Omsi fahre oder ETS2. Sonst überhaupt nicht. Meistens brauche ich es ja nicht. Im TS nutze ich sie jetzt auch immer, um mich halt daran anzugewöhnen. Und was habe ich einen Defekt? Eine bessere Grafik, ein besseres Sichtfeld und ja, und eine Siefer, die ertönt. 22 Kilometer und sind wir in Butterfall, nee, in Bonn, pardon. In Bonn, pardon. So, Strecke ist frei. HP1. Hier gibt es nur HP-Signale, also keine KS-Signale. Deswegen sage ich halt HP1. Freie Fahrt. Die KS-Signale befinden sich so in der Richtung bei mir, hier in Sachsen-Anhalt, Sachsen, also halt in Berlin, Leipzig und ja, noch irgendwo anders. Aber man kann sie sehr gut unterscheiden zwischen KS-Signalen und HP-Signalen, also das ist klar. Was auch natürlich wichtig ist, das hat mir der liebe André nochmal damals hingewiesen, wo ich meinen Fehler begangen habe, was mir nochmal leid tat. Und zwar gibt es, darf man nie vergessen, wenn ihr auf der Strecke Berlin-Leipzig fahrt und ihr seht nur KS-Signale, dann gibt es, ja, und wenn jetzt rot kommt, dann heißt das nicht KS0, weil KS0 gibt es nicht, dann heißt das HP0. Nicht KS0, also ganz einfach nur HP0, nichts anderes. So, dann habe ich noch was anderes beschlossen. Star Wars. Wenn alles klappt, kommt, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ja, super, dann brauche ich es gar nicht erzählen, weil nicht, dass ich was erzähle und die Folge kommt viel später raus. Das wäre ja unlogisch. Na egal. Aber eins kann ich schon mal hinweisen. Ich werde... wir werden jetzt nicht in den ganzen kompletten Folgen auf Fahrzeit 30 fahren. Wir werden das Ganze natürlich abfahren, das ist klar. Aber zwischendurch gibt es auch was anderes von 3D-Zug. Und zwar Reisezeit Berliner Nacht. Da fahren wir mit den City Nightliner. Da freue ich mich auch schon drauf. Den muss ich nur noch kaufen. Und dann sind wir halt mit den City Nightliner unterwegs. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Weil, macht halt Spaß, ne? Und, ja. Da bin ich mal gespannt, was auf uns da alles erwartet. Da werden wir auf jeden Fall mit der Baureihe 101 unterwegs sein. Und ich finde es cool, dass wir mit 101 Expertlern unterwegs sind.
weil das einfach eine coole Lok ist, also gefällt mir. Ich bin auch gespannt, wie die Baureihe 145 wird von Virtual Railroads. Also die ersten Bilder sehen nicht schlecht aus. Wie ich richtig gesehen habe, konnte man, wie man in einem Bild erkennen konnte, eine Tür öffnen. Ja, einfach geil, sag ich mal so. Servus. Ja, die gab's wieder. Was mich natürlich auch brennend interessiert bei der 145 ist einfach, ob ich das Fahrzeug selber aufrüsten muss oder halt ob es schon aufgerüstet ist wie bei der 101. Wünschen würde ich mir natürlich, dass man sie selber aufrüsten muss wie in Real Life. Aber wenn das halt skripttechnisch oder sowas nicht geht, dann geht's halt nicht. Natürlich werde ich auch die Baureihe 145 vorstellen in einem Train-Simulator Spezialvideo. Allerdings kommt das Video dann etwas später als beim Release, da ich in der 145 nochmal genauer eingehen werde und keinen kompletten Fail draus mache wie bei der 101. Weil ihr wisst ja, Vorstellungsvideo mit der 101er, totaler Fail. Es gab sehr viele Dislikes, das weiß ich, und zwar zu Recht. Sehr klar, kam auch nur eine Entgleisung und das war total für die Katz. Was mich auch wunderte ist, es gab teilweise negative und sehr viel positive Kommentare und es gab auch viele mit Daumen nach unten, aber auch wiederum sehr viele mit Daumen nach oben. Also es ist so gemischt, ne? Wie es so ankam, aber das stört mich auch nicht. Ich habe halt einen Fehler begangen, dazu stehe ich auch. Und Menschen machen Fehler und kein Let's Player ist perfekter Let's Player. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bonn Hauptbahnhof. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalbahn 11772 nach Euskirchen, Landesgefahrt 7:46 von Gleis 5. Regionalbahn 12600, dieser Zug fährt heute nur bis Remagen. Ab Remagen besteht Schienenersatzverkehr in Richtung Dernau und Rabrück. Planmäßige Abfahrt ist Bonn 7:49 von Gleis 4. Des Weiteren haben Sie noch Anschluss an den Regionalexpress nach Koblenz, Hauptbahnhof mit Halten in Bonn-Bad Godesberg, Oberwinter, Remagen, Sinzig, Bad Breisig und andernach planmäßige Abfahrt 7:57 von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. Ebenfalls haben Sie noch Anschluss an die Regionalbahn nach Rheinbach, planmäßige Abfahrt 8:01 von Gleis 5. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Bonn aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Bonn befindet sich in Fahrtrichtung links. Sehr schön, darauf speichern wir doch mal gleich. Weil ich weiß nicht, wie der TS reagiert, wenn wir am Bonn Hauptbahnhof ankommen. Wegen der ganzen KIs. Ich meine, da brauchen nur einen Haufen Talents rumstehen und der TS sagt, nee, kannst du selber machen. Von daher wäre es so ein bisschen blöd. Was ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge machen werde, ist, Servus, ist auf jeden Fall ein Cap-Update, weil ich mag diese Position nicht und da gab es halt ein Cap-Update, was ich vorher drin hatte. Das gefiel mir eindeutig viel besser, weil hier sitzt es zu nah dran und hast nicht diesen tollen Überblick und das ist dann auch ein bisschen blöd. Zugbeeinflussung.
Ob wir es schaffen? Klar. Schau mal, Dicker. Störung. Drüben steht, stehen die Sonderwagen. Ui, Tesla hat Bus nach. Sicherheit geht vor. Ich dachte, es war ein KI-Zug unsichtbar, weil ich irgendwas gehört habe. Ist ja meistens so. Zugbeeinflussung. Ja, arbeiten nur einen kurzen Aufenthalt, ne? Sind wir halt eine Minute zu spät, mein J. Zählt ja eh nicht als Verspätung. Wenn man das Ganze so beobachtet, ne? Da wird halt nicht bei der DB-Seite angezeigt, ob ein Intercity plus 1 oder plus 3 Minuten Verspätung hat. Da wird einfach nur angezeigt, ab halt plus 5 oder plus 10. Mehr nicht. Okay, man hat ihn, Gott sei Dank. Weiter geht's Richtung Rehmagen. Alle in Bonn Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2338 auf der Fahrt nach Koblenz Hauptbahnhof mit Halten in Rehmagen und Andernach. Meine Damen und Herren, Reisende, die in Rehmagen in Richtung Abrück umsteigen wollten in die Regionalbahn 12600, bitte beachten Sie, die Regionalbahn 12600 endet heute außerplanmäßig in Rehmagen. Ab Rehmagen besteht Schienenersatzverkehr in Richtung Dernau und Abrück. Wir werden Sie noch rechtzeitig darauf hinweisen. Nächster Halt ist Rehmagen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Alles klar. Ja, jetzt haben wir in Bonn halt nicht viel Aufenthalt gehabt, weil wir ja in weil wir ja in
Köln zu spät abgefahren sind. Das heißt, zu spät, ich denke mal eine Minute, oder? Das ist die Sauers. Link zum Fahrzeitvolumen 30 Jubiläumsausgabe findet ihr in der Videobeschreibung, auch den Link zur Baureihe 101 von Virtual Railroads. Laut ETA kommen wir eine Minute früher an. Das wäre natürlich perfekt. Haben wir nicht allzu viel Stress. Worüber ich auch sehr gespannt bin, ist ja die Baureihe 114, die, glaube ich, DTG macht. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass die 114, glaube ich, nicht so der Brüller wird. Ich meine, es ist zwar cool, 114, ne, also ist halt wie die 112er, bloß sieht halt anders aus. Es ist praktisch wie die 143, bloß dass die 114er 160 km/h schaffen. Und ich bin mal sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, ob DTG es hinbekommt, alles richtig zu machen, vom Fahrverhalten her, und ob die auch wirklich ihre 160 km/h schaffen gut. Da bin ich mir wirklich gespannt. Weil es wäre ärgerlich, wenn DTG nur 114 rausbringt, die nur zum Beispiel 140 schafft. Das wäre dann total bescheuert. Gut, man müsste dann praktisch nur die 114er selber per Skript hochmodifizieren hier oder sowas auf 160. Ich meine, das ging ja bei der Baureihe 425. Ja, die habe ich auch auf 160 hochgeballert. Weil bei uns fährt sie halt bis zu 160 und es ist aber ganz klar, dass ich sowas mache.
So, noch 6 Kilometer bis Rehmagen. Natürlich sichern. Falls ein Absturz kommt, weil es wäre ärgerlich, wenn wir das Ganze nochmal neu fahren müssen. Ist das nicht 146? Kann auch nur 146 sein. Davon habe ich auch schon genug. Die fette Burns dauernd rum. Das ist schrecklich mit 146. Die regieren ja praktisch schon bei uns hier. Ich vermisse die alten Zeiten, ganz ehrlich. Bei uns fuhren ja immer 143er, 114er, 112er. Jetzt siehst du keine Lok davon, das ist furchtbar. Jetzt siehst du nur noch diese blöden 146er, also als ob der ein Virus ausgebrochen ist. Ja, also nur noch diese 146er, ich kann die Dinger nicht leiden, ganz ehrlich. Also ich mochte lieber die 143er, 114 oder die 112er, die war viel besser, fand ich. Ja. Ist natürlich Geschmackssache, aber ist halt so. Ja. Leider wurden sie ja, wie es aussieht, alle verschrottet, die guten alten Loks. Was ich sehr schade finde, aber naja. Ich habe ja vorhin schon nach einem neuen Fahrplan geguckt bei uns, weil der neue Fahrplan ist ja praktisch schon online. Das jetzt die finale Version, das weiß ich jetzt auch nicht, weil letztes Jahr war es genauso. Konntest du auch schon früher hingucken und wo dann komplett der neue Fahrplan draußen war, gab es noch ein paar Änderungen bei uns. Naja. Auf jeden Fall kann ich nur eins sagen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Rehmagen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Rehmagen. Sie haben Anschluss an die MRB 25413 nach Mainz Hauptbahnhof über Koblenz Hauptbahnhof mit Halten an allen unterwegs Bahnhöfen. Planmäßige Abfahrt ist 7.54 Uhr. Der Zug steht abfahrtbereit für Sie auf Gleis 4. Ein Hinweis für Reisende in Richtung Dernau und Abrück. Die Regionalbahn 12600, planmäßige Abfahrt wäre 8.11 Uhr von Gleis 4 entfällt. Es besteht Schienenersatzverkehr nach Dernau mit Anschluss nach Abrück. Die Busse fahren am Bahnhofsvorplatz ab. Bitte beachten Sie dazu auch die örtlichen Hinweise über Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Nächster Halt des Zuges ist Rehmagen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Schnell speichern. Hier ist eine Hamsterbacke. Türfreigabe. 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 Ich mag die Hamsterbacke nicht von DTG. Die ist sowas von Performance fressen, das geht gar nicht. Das merkst du hier. Auch der Bahnhof ist hier sowas von Performance grässlich. Die Real Peoples, die sind ja nicht daran schuld. Das ist einfach, dieser Bahnhof ist
sehr performance-lastig und halt die Hamsterbacke. Aber nun gut. Mama, der Fenster auf. Wir müssen ja Service Pick machen. Nicht, dass jemand denkt, er könnte sich auf den Zug steigen oder zwischen den Türen stecken, was weiß ich. Heutzutage ist ja alles möglich. Und dann kommen wir gleich nochmal zu einem Thema, wo es um Fußball geht. Ja. Wo ihr mir auch ein bisschen helfen könnt, um die rätselhafte Frage zu klären, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Weil das ist so verrückt, das geht gar nicht. Aber nun gut. Nun gut. Jetzt fängt mal wieder an zu pissen. Ist ja noch Neues. Alles in Ordnung hier. So muss es sein, ne? Abfahrt. Auf nach Andernach. Ebenfalls in 20 Kilometern. So, und wenn denn unser Zugbegleiter die Ansage gesprochen hat, dann gehe ich auf dieses Thema ein. Auch die in Remagen zugestiegenen Fahrgäste begrüßen wir herzlich im Intercity 2338 auf der Fahrt nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt des Zuges ist Andernach. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So. Um jetzt auf dieses Thema einzugehen, und zwar werden es bestimmt einige mitbekommen haben, ne? Und zwar gibt es ja in Magdeburg Fußball, ne? Ihr kennt es ja, FC Magdeburg da. Ich persönlich gucke keinen Fußball. Seit dem Spiel Deutschland, ne? War sonst gar nicht. Ich weiß nicht, Sauber, gib mal Makro. Nein, halt nicht. Und zwar geht es da um so einen Fußballfan namens Hannes, der gestorben ist durch einen Streit in der Regionalbahn auf der Fahrt Richtung Haldensleben, so wie ich es richtig gehört habe. Da ist er nämlich vom Zug gestürzt während der Fahrt. Ja, also wer jetzt nicht weiß, der gibt einfach mal Google ein: Hannes Magdeburg. Bei Fan, was weiß ich. So wie ich das im Radio richtig gehört habe, von einigen Leuten auch gehört habe, gab es einen Streit im Zug auf der Fahrt Richtung Hallensleben vom
nach dem Fußballspiel. Und er ist vom fahrenden Zug gestürzt. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie konnte das passieren? Die Scheiben waren anscheinend heile. Hat man nichts erzählt, dass die Scheiben kaputt waren. Wie passiert sowas? Laut meines Wissens verkehrt zwischen Magdeburg und Wolfsburg, zwischen Magdeburg-Haldensleben, die Baureihe 642, also der D0. Da frage ich mich, wie konnte er aus dem Zug fallen? Ja, also, diese Frage beschäftigt mich irgendwie, weil Türen gehen nicht auf, ist klar. Weil, wie sollen die Türen aufgehen? Sobald, du brauchst nur im Führerstand mal nachschauen von der vom D0, wenn da mal Zug seid, sowas. Ich war ja jeden Tag mit dem D0. Sobald die Türen geöffnet sind, sobald die Türfreigabe ist und sowas, ist ja automatisch eine, eine Traktionssperre oder sowas drin. Wisst ihr, was ich meine? So eine Sperre drin, dass der Zug nicht fahren kann. Er kann nicht losfahren, wenn die Türen geöffnet sind. Und, also ich weiß nicht, wie konnte er denn da raus? Ich verstehe es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ihn gegen die Tür gepresst hat, dass die Tür mit raus ist. Das hat der Mann ja nicht erwähnt. Aber ich frage mich wirklich, wie das passieren kann. Warte mal, ich gucke mal nach. Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle und falsche Informationen bekomme, aber. Magdeburg. Ich find's nicht oder was? Konzentriere mich jetzt erstmal beim Fahren. So was City Nightliner oder was? Jetzt habe ich die nächste, jetzt eine Werbung offen. Na, danke. Und zwar, das nicht. Die genauen Umstände des Sturzes sind weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zuvor soll es laut Polizeiangaben zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verstorbenen und seiner Begleiter mit Hooligans des Liga-Konkurrenten Hallischer FC gekommen sein. Er hat aufgrund der Bedrohung durch die gewaltbreite Gruppe selbst die Notregelung betätigt, sagte ein Polizeisprecher. Der Bild, wieso er das tat, muss noch ermittelt werden. Ebenso, ob Hannes aus dem Zug gestoßen wurde oder selbst du sagst, okay. Er hat also die Tür eine Notentregelung gemacht. Alles klar. Gut, damit hat es ja mal sich abgeschlossen. Das wusste ich ja noch nicht mal. Gibt man ja nicht so nur Informationen. Ja, also. Ich gucke jetzt auch kein Fußball. Ach, egal. Dass er das selbst konnte.
ein bisschen schockiert. Mal schon, bitte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Andernach. Der Ausstieg in Andernach befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Andernach haben Sie Anschluss an die MRB 25413 nach Mainz Hauptbahnhof über Koblenz Hauptbahnhof mit Halten an allen Unterwegsbahnhöfen. Planmäßige Abfahrt ist 8.13 Uhr von Gleis 1 am gleichen Bahnsteig. Regionalbahn 12420 nach Kaisersesch über Mendig entfällt. Es besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen ab Bahnhofsvorplatz. Bitte beachten Sie dazu auch die örtlichen Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die in Andernach aussteigen, wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen hart für diejenigen, die jetzt wirklich darüber trauern. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt überhaupt welche sind, die über ihn trauern. Sorry, dass ich auf dieses Thema eingehe, aber mich hat das halt interessiert, wie das gehen konnte. Also das... Ja. Also ich glaube, für alle, die jetzt wirklich über den Hannes trauern und alles mit Fußball hören, am besten jetzt nicht mal zu und gehen. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen. Und für diejenigen, die nicht kennen und sowas, ich kenne ihn auch nicht, die können bleiben. So, ich glaube, dass er selber gesprungen ist und nicht geschupft worden ist, weil er hat ja praktisch, gut, man kann es jetzt nicht genau sagen, er hat ja praktisch die Tür selber entriegelt. Ist er wohl... Da muss er aber selber gesprungen sein. Warum sollte er denn die Tür notentriegeln? Also. Aber nur gut. Natürlich ist es jetzt eine blöde Situation gewesen und so, aber. Naja. Türfreigabe. 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 Bis das Ganze aufgeklärt ist, wird es eh noch eine ganze Weile dauern. Da, ich denke mal, es wird dazu keine Beweisbilder geben, wie es passiert ist. Weil wenn die Zero gibt, es war eine Innenkamera. Aber die ist halt nur dort, über die Tür zum Führerstand. Also nicht woanders. Und wenn man von dieser Position aus betrachten würde, na gut, man hat dort eine Scheibe, ne? Man könnte praktisch was sehen, aber man da was sieht, weiß ich nicht. Naja. Egal. Ich bin gespannt, ob das rauskommt oder nicht. Man muss halt warten. Ne? Aber natürlich ist es halt. Eine blöde Sache. Das ist ja ganz klar. Weil, also sowas habe ich auch noch nie erlebt, also noch nie gehört, dass es sowas gibt. Aber naja. Gut, wollen wir mal Themawechsel machen. Und fahren jetzt weiter nach Koblenz. Das ist unser letzter Halt auf dieser Fahrt. Und dann sind wir auch da. Und zwar 17 Kilometer, Ankunft 8.16 Uhr. Planmäßige Abfahrt ist um. Eigentlich nicht. Es gibt ja keine Abfahrtzeit, da ist halt. Da wird dort halt enden. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass wir dort pünktlich ankommen. Nicht, dass wir dort noch zu spät ankommen und die ganze Aufgabe ist futsch. Natürlich müssen wir noch schnell speichern.
Und da kommt eine 151. Ja. Mit der wollte ich auch noch fahren. Ich habe ja nämlich... Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle einander nach zugestiegenen Fahrgäste im Intercity nach Koblenz Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ich habe ja nämlich die 151 Expertline geholt von Rocky Railroads und die werden wir natürlich auch mal fahren. Mit schönen Güterzugaufgaben und alles. Ne? Also, wird auch spannend. Ich muss auch ganz offen zugeben, ich habe mir die 151 geholt. Ich bin sie aber bisher noch nicht gefahren. Das ist geil, ne? Ich habe praktisch meinen Fuhrpark für den TS für Let's Plays erweitert und bin bei den neuen Fahrzeugen nicht mal einmal gefahren. Das ist geil, ne? Also ist halt Vorbereitung, ne? Muss auch sein. So, in 10 Minuten sind wir da. Alles klar. Dann haben wir erstmal Frühstückpause. Und ich mache eine gute Nachtpause. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Naja, was heißt denn nervös? Ein bisschen verarscht, komme ich mir vor. Ich habe ja nächste Woche frei. Habe ich extra frei genommen, Überstunden nehmen, fertig. Weil diese Woche aktuell ist ja nicht ohne, also ist ein bisschen ja eine Verarschungswoche, ehrlich gesagt. Weil Montag ist ja immer der Tag, wo du sagst, nee, kannst du nicht machen. Montag ist immer ein Scheißtag. Sei denn, man hat Arbeitstage, wo der Montag am Wochenende ist. Und das ist natürlich Montag ein toller Tag. Aber ich hatte so einen scheiß Montag, das ging gar nicht, ey. Montag, 6:30 auf Arbeit. Was erfahre ich? Veranstaltung. Ja, super. Das ist okay. Fängt ja schon mal gut an. Ne? Das heißt, ich habe 13 Stunden gearbeitet. Beginn 6:30, Feierabend 7:30. 13 Stunden. Am nächsten Morgen Schule. Da konnte ich wenigstens ein bisschen länger schlafen. Konnte ich bis 6:30 schlafen. Brauchte nicht 4:10 aufstehen wie sonst. Ja, 2 Schultage ist immer das Beste. Ist in der Schule. Man hat früher Feierabend, man kann auch schlafen. Genau wie heute. Heute ist ja der 19. bei mir. Praktisch gewesen. Konnte ausschlafen. Ich hatte erst 2 Stunden Ausfall, brauchte es 6:30 zur Schule, läuft. Das heißt, schön bis 9:30 geschlafen. Perfekt. So. Jetzt haben wir es gerade 0:28 Uhr, Donnerstag, der 20. Oktober. Und das ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens mit dem Knie. Weil ihr wisst, ich habe ja mit dem Knie Probleme und das Problem ist, man kommt mit dem Schlafrhythmus nicht mehr so hinterher, wenn noch mit dem Knie das Problem ist. Ne? Also das heißt, scheiße ist das. Weil nach der Aufnahme muss ich jetzt schlafen gehen, weil ich muss um 2:45 Uhr aufstehen. Richtig gehört, 2:45 Uhr. Warum? Weil ich muss eine Stunde früher anfangen. Das heißt von 5:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Yay! Freue ich mich drauf. Nicht. Fängt schon gut an. Ey. Naja. Das heißt 2:45 Uhr aufstehen. Halb 4 geht's dann zum Bahnhof. 4:09 Uhr fährt dann mein Zug nach Straßburg. 5:05 Uhr fährt mein Bus nach Radnordsdorf. Yay, Friede, Freude, Eierkuchen, Party hart. Wann habe ich eine Lust? Und ich sag euch, ich bin froh, wenn dieser scheiß Donnerstag dann vorbei ist. Der Donnerstag ist ja aber noch nicht vorbei, Servus.
wenn ich zum Feierabend habe und zu Hause bin, erstmal ein bisschen ausruhen, ne? Und so ab 20 Uhr beginnt dann halt meine Aufnahmesession. Das heißt, ich nehme praktisch. Nee, zuerst gucke ich Cobra 11, das gucke ich. Ja, das ist auch nicht viel. Nach Cobra 11 werde ich erstmal schön geschmeidig Train Simulator Spezial aufnehmen. Muss ja auch noch fertig werden. Noch um das zweite Tutorial. Es ist halt eine sehr harte Woche. Deswegen gab es auch letzte Woche, glaube ich, auch kein Video, weil ich einfach nicht mehr hinterher kam. Es ging nicht mehr. Und dass diese Woche noch beknackter wird als letzte Woche, konnte ich nicht versuchen. Also manchmal fragst du dich, was tust du dir denn nur an? Naja. Lehrjahre sind ja keine Herren. Ja, also die Lehrjahre sind keine. Ach egal. Dafür ist zu spät. Lehrjahre sind keine Herren, ja? Hier die Fahrdienstleitung an 2338, bitte kommen. Ah, der Fahrdienstleitung. Juhu. 2338 hört. Ich hoffe, er hat für mich leckeres Frühstück. In Koblenz ist Endstation. Der Kollege übernimmt den Zug weiter nach. Moment. Ah, alles klar. Das Koblenz ist Endstation. Ach ja. Hä? Verwirr mich nicht. In Koblenz ist Schluss. Ich war mir sicher, der Zug endet in Stuttgart. Komisch. Egal. Du hast Pause und übernimmst um 8.42 Uhr den von der Mosel kommenden Intercity 131. Für Verstärkung und einen Kaffee sollte die Zeit reichen. Der Zug hat pünktlich Korum verlassen. Sollte also auch pünktlich in Koblenz eintreffen. Bis später. Bis später. Alles klar. Dann wissen wir ja schon mal, was uns auf Teil 3 begegnet. Ich hoffe ohne Regen. Ah, 60, ne? Zugbeeinflussung. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Koblenz Hauptbahnhof. Dieser Zug endet in Koblenz. Wir bitten alle Fahrgäste, hier auszusteigen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Koblenz Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an die Regionalbahn 12508 nach Rommerskirchen über Koblenz Stadtmitte, Koblenz Lütze, Neuwied, rechts Rheinisch, dann bis Köln. Westdeutsch Köln Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 8.18 Uhr von Gleis 104 an den Regionalexpress 12008 nach Saarbrücken Hauptbahnhof entlang der Mosel über Kochen und Trier, planmäßige Abfahrt 8.22 Uhr von Gleis 9 an die Regionalbahn nach Trier Hauptbahnhof mit allen Unterwegshalten 8.40 Uhr von Gleis 9 an den Regionalexpress nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Wallendar, Neuwied, rechtsrheinisch und über Köln Hauptbahnhof 8.47 Uhr von Gleis 5 Süd. An den Intercity Express nach München Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof 8.48 Uhr von Gleis 4 am gleichen Bahnsteig. Meine Damen und Herren, dieser Zug endet in Koblenz Hauptbahnhof. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt im Intercity der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen, ne? Höhefreigabe. Zugbeeinflussung.
So, wir machen jetzt hier Feierabend. AFB, AFB, AFB. Das andere geht halt nicht, egal. Dann machen wir halt nur den Hauptschalter aus. Fertig. So. Licht aus. Kann der Kollege nachher noch übernehmen. Bremse an. So. Denn ich mache mich jetzt auf die Socken und haue jetzt ab. Und steig aus. Alles in Ordnung. So, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja. Das freut mich. Ja, warum das hier im Hintergrund so grau ist, weiß ich nicht. Es scheint ein Train Simulator Update neu gekommen. Was das jetzt genau bezwecken soll, weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall, naja, nicht so tollisch, aber egal. Man ist ja hier nur, um was auszuwählen und nicht um dieses Hintergrund zu betrachten. Ne? Ja, auf jeden Fall hatten wir jetzt 7-mal eine Geschwindigkeitsübertretung. Das ist egal. Ich denke mal, in Real Life werden öfters mal die Geschwindigkeiten über 1-2 km/h übertreten. Was ich jeden Tag erlebe. Von daher ist es auch nicht schlimm. Wir sind 93 Kilometer gefahren. Die Aufgabe ging insgesamt 59 Minuten. Und ja, das war Folge 176, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst wieder bei einer neuen Folge von Train Simulator 2017 auf der Aufgabe 3D Zug Volume 30 Expertline Jubiläumsausgabe oder halt bei Reisezeit Berliner Nacht. Mein Name ist TrainOmCTV und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr immer es angucken mögt. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.